Also wir sind auf der Gamescom 2024 und werfen hier gerade einen Blick auf Endzone 2. Das erscheint und zwar ziemlich bald, nämlich in wenigen Tagen, am 26. August. Und bei mir ist Matthias Gundrum. Ich bin Projektleiter und einer der Mitgründer von Jellymid Studios. Und Jonas Albrecht, ich bin Soundlead und der Composer von Jellymid Studios. So, es ist noch gar nicht so lange her, da ist ein anderes Spiel, was sehr ähnlich ist, auf den Markt gekommen. Es hieß Endzone 1 mit DLC. Was hat euch dazu veranlasst, nach so kurzer Zeit schon einen neuen Teil rauszubringen? Ja, also es gab noch sehr viele Sachen, die wir gerne umgesetzt hätten. Und auch von der Community gab es noch sehr viele Ideen, die uns auch sehr inspiriert haben. Und da war uns ziemlich schnell klar, um das alles umzusetzen, müssen wir einfach einen zweiten Teil machen, der halt auch von der Grundlage her all das bietet, was wir brauchen, um die Sachen umsetzen zu können. Genau. Okay, ja, wir sehen jetzt hier schon mal gerade den Einstieg ins Spiel. Dann erzähl uns doch mal, was wir da gerade tun. Ja genau, der Jonas, der hat jetzt hier schon, baut seine erste Siedlung auf. Das ist so vom Gameplay her recht ähnlich, wie man das auch aus Endzone 1 kennt. Was aber jetzt anders ist, schon direkt zum Anfang. Jonas, wenn du mal gerade rauszoomst und mal zeigst, wie du überhaupt auf diese Zone gekommen bist. Da sieht man schon, es gibt jetzt quasi ja, so Flächen, wo man bauen kann, aber es gibt halt auch diese freien Areale, es ist der Zwischenbereich. Und ich kann jetzt, das war auch ein Wunsch aus der Community, tatsächlich mit Autos durch diese Bereiche fahren. Also ich habe diesmal auch wirklich Einheiten, die ich direkt steuern kann, um halt diese Welt zu erkunden und zum Beispiel neue Zonen zu finden, die ich dann auch wiederum besiedeln kann. Das heißt, genau, jetzt, ja, Jonas hat auch gerade was entdeckt, da sammelt er jetzt gerade ein bisschen Loot ein. Da gab es auch früher schon so etwas, das nannte sich Expeditionen. Das war früher so, da muss man dann seine Leute hinschicken und das ist alles vollautomatisch passiert. Jetzt ist es wirklich so, man erkundet hier die Gegend, findet interessante Orte, kann da was mitnehmen, muss dann teilweise Rätsel lösen und kann halt auch wieder weitere Bereiche finden, wo man auch wieder drauf bauen kann. Genau. Also das mit dem Erkunden und interessante Orte finden, das ist das, was wir jetzt gerade hier machen. Ja genau, das ist das, was Jonas jetzt hier gerade macht. Jonas, fahr doch mal ein bisschen durch die Gegend, vielleicht findest du auch noch mal eine weitere Zone, dann können wir das auch mal zeigen. Genau, und dann können wir auch gleich mal eine Expedition zeigen, wo es ein bisschen komplexer ist, wo man jetzt auch ein bisschen alles was klar machen muss. Genau. Okay, also das Zonensystem ist ja insgesamt neu. Genau. Was gibt es da für Zonen? Hier liegt ganz schön viel Schrott herum. Die Zonen haben immer unterschiedliche Zusammensetzungen. Also es gibt zum Beispiel mal Zonen, die haben keine Bäume oder es gibt Zonen, die haben kein Wasser. Und dann muss ich mir was einfallen lassen als Spieler. Oder ich suche halt weiter, bis ich eine Zone finde, die mehr passt oder mehr liegt. Ja, genauso gibt es halt auch bestimmte Ressourcen, die ich nur auf bestimmten Zonen finde. Genau, die haben also quasi so ihre Alleinstellungsmerkmale. Das heißt, dann müssen wir die einzelnen Ressourcen auch hin und her transportieren. Auf genau, geht's. Ja, also die Zonen können sich ja auch gegenseitig unterstützen. Wenn man jetzt mehrere Zonen hat, kann man auch Handelsrouten einrichten. Dann kann man das Fahrzeug, Fahrzeuge da drauf schicken lassen und dann liefern die sich quasi Waren hin und her. Ja. Gut, du hast eben schon mal gesagt, hier sehen wir eine Zonengrenze. Das heißt, wir haben schon mehrere gesehen oder sind die noch weiter auseinander? Wir sind noch weiter auseinander. Jonas, der versucht gerade eine zu finden. Aber wir können auch gleich zwischenzeitlich mal uns eine Expedition angucken. Okay. Ja, dann ein anderer neuer Aspekt sind die steuerbaren Fahrzeuge. Die haben wir auch gerade schon gesehen. Genau, ja genau. Was hat es damit auf sich? Ja, das sind die Fahrzeuge, um quasi die Gegend zu erkunden. Gleichzeitig auch, die verwendet man auch, um zum Beispiel Handelsrouten einzurichten oder Transportrouten. Ja. Gut, okay, jetzt starten wir eine Expedition. Mal, was passiert? Ist noch gut erhalten. Genau, also jetzt sind wir mal auf einer Expedition unterwegs. Und da steuere ich halt jetzt Einheiten wirklich direkt. Das ist nicht mehr so wie früher, wo ich einfach nur auf Punkte rumgeklickt habe, sondern es ist wirklich interaktiv. Und jetzt erkundet der Jonas hier gerade die Gegend und löst da quasi ein paar kleine Rätsel, um an besonders guten Loot zu kommen. Und besonders guter Loot können Technologiepunkte sein. Das können zum Beispiel, hier hat er einen Generator gerade gefunden. Den Generator kann man dann bei anderen Expeditionen einsetzen, um den da wieder zu verwenden, beziehungsweise dann halt zum Beispiel Strom zu bringen, um andere Rätsel zu lösen. Ich kann neue Saatgüter finden, Sachen, die man auch vielleicht schon ein bisschen aus Endzone 1 kennt, hier auch, aber halt ein bisschen interaktiver,
und nicht mehr ganz so, ja, ich lese halt einfach hier nur Texte oder klicke mich nur durch, genau. Okay, du hast eben was von Rätsel gesagt. Rätsel habe ich jetzt noch nicht gesehen. Genau, also hier ist es, glaube ich, relativ einfach bei der Expedition, aber so ein Puzzlestein, das wir jetzt mitgenommen haben, waren jetzt zum Beispiel diese Generatoren. Und es gibt andere Expeditionen, die setzen das zum Beispiel voraus oder da musst du dann den halt auch einsetzen, um dann halt da überhaupt weiterzukommen. Ja? Und dann ist es immer so ein bisschen auch so ein Puzzlespiel, wo muss ich jetzt hier was mitnehmen, um halt so eine Expedition zu lösen. Genau. Das bietet sich dann also auch an, eine Expedition mehrmals durchzuführen, wenn man dann besseres Equipment hat. Genau, es soll nie so sein, dass man da überhaupt nichts von hat. Also wenn man schon hinfährt, dann kriegt man auf jeden Fall auch was, beziehungsweise ein bisschen coolen Loot wird man immer finden. Aber ein paar Sachen, da lohnt es sich dann nochmal zurückzukommen mit den richtigen Voraussetzungen. Ja. Was auch neu ist, ist das Siedlersystem. Was hat es damit auf sich? Können wir davon was sehen hier schon? Genau, man müsste auch schon Siedler sehen, die ihr Tagewerk verrichten. Da läuft einer rum oder zwei sogar. Wir sind gerade am Bauen. Wir sind noch eine ganz kleine Siedlung. Wir haben halt insgesamt erst 15 Siedler. Das heißt, die laufen halt jetzt rum, verrichten ihr Tagewerk. Wirkt sehr ähnlich wie in Enzon 1. Ein paar Sachen funktionieren auch sehr ähnlich. Was ein bisschen anders ist, um halt mehrere Zonen zu managen, haben wir, sag ich mal, so ein bisschen die Komplexität bei der Produktion heruntergeschraubt. Also es gibt viel mehr Gebäude, es gibt viel mehr Komplexität in den Produktionsketten, welche Gebäude ich brauche, um andere Ressourcen zu erstellen. Da sind wir deutlich, haben wir deutlich mehr als im ersten Teil. Genau, gleichzeitig ist es so, dass jetzt die Gebäude halt zum Beispiel auch schon relativ schnell halt Sachen produzieren. Ja. Also wir haben versucht, es ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, ob meine Siedlung jetzt aktuell gut läuft oder nicht gut läuft. Genau, ja. Okay. Ja, soll ich bei Jonas zu dir lieber rüber fragen, was du gerade im Moment tust? Also ich habe ein paar Produktionsgebäude gebaut, zum Beispiel hier eine Werkstatt, um Werkzeuge herzustellen. Ich habe einen Schrottplatz gebaut, der hier in der Umgebung den Schrott einsammelt. Und einen Recycler, der aus dem Schrott dann jetzt hier in dem Fall Plastikflaschen herstellt. Einfach um meine Grundkette an Produktionssachen aufzubauen. Dann habe ich einen Holzfäller gebaut, weil wir brauchen auch viel Holz immer. Genau, und jetzt habe ich gesehen, dass das Lager voll ist von dem Wassersammler hier und habe hier eine Zisterne gebaut, damit wir einen größeren Bestand, ein größeres Lager haben, um Wasser sammeln zu können. Das ist eines der wichtigsten Dinge, das Wasser zu sammeln, habe ich schon mal gehört. Bei Enzon 1 glaube ich noch mehr als bei Enzon 2, aber auf jeden Fall ja. Aber Enzon 1 haben einige Leute gesagt, das Spiel ist dann doch auch schnell frustrierend, weil man schnell stirbt und von vorne anfangen muss. Das ist jetzt natürlich bei einem Survival-Spiel vielleicht auch einfach Absicht. Trotzdem, habt ihr da irgendwas dran gemacht? Ja, absolut. Also das war auch das, was ich meine mit besserer Nachvollziehbarkeit. Wir hatten in Enzon 1 das Problem, dass viel, sag ich mal, vom Wegfindungssystem verschlimmbessert wurde. Das heißt, der Spieler hat gar nicht so richtig gesehen, warum er ein Problem hat. Und das Problem war oft, die Leute hatten dann halt ganz wirre Wege. Ja, das heißt, daran haben wir halt gearbeitet zentral, um da die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen. Das heißt, es ist immer noch fordernd. Du musst immer noch gucken, dass du genug Wasser sammelst. Du musst immer noch auf deine Basics achten. Strahlung ist auch immer noch eine Gefahr, aber es ist ein bisschen nachvollziehbarer, warum die Sachen jetzt vielleicht gerade schief laufen, wenn sie schief laufen. Das war uns auf jeden Fall sehr wichtig. Ja. Okay, du hast da gerade irgendwie Waren getauscht, zumindest war da so ein Tauschmenü, was war das? Ich habe die Sachen, die ich in der Expedition eingesammelt habe und in den Ruinen habe ich... Was? Warte mal hin. Find mal eine andere Zone. Ach so, Auf geht's! Genau, ich habe die Waren aus dem Bus, die wir gesammelt haben, habe ich in die Zone umgelagert. So, wir finden jetzt mal eine andere Zone. Okay, also das war so ein Lager und das heißt, es gibt unterschiedliche Lager, die nicht miteinander verbunden sind. So ein bisschen wie... Nee, was er gemacht hat, ist, er hat die Waren aus seinem Fahrzeug eingeladen in die Zone. Ach so, also jede Zone hat, so ein bisschen wie bei Anno die einzelnen Inseln, jede Insel hat quasi ein Lagersystem oder wie man es nennt. Verstanden. So könnte man es vielleicht ganz gut vergleichen, ja. Genau, also es gibt dann pro Zone ein Lager. Verstanden. Und
die Fahrzeuge, die Ressourcen, die ich da drin finde, kann ich dahin ausladen. Ja. Hier ist noch wichtig, er hat gerade eine Brücke aufgedeckt. Brücken sind so spezielle Points of Interest, wo ich quasi, kann ich reparieren und dann komme ich auf einen neuen Sektor. Das heißt, die Karte ist auf insgesamt jetzt 3 Sektoren unterteilt. Jeder Sektor stellt neue Herausforderungen dar und ich muss die dann erstmal reparieren, um auf den nächsten Sektor vorzustoßen. Ja, das heißt, Loch hier ist klein genug, das ist so vom Gameflow her dann halt schon, dass wir auch neue Herausforderungen bieten. Du hast quasi deinen Early-Game-Bereich, dann, wenn du dich da ganz gut aufgestellt hast, dann kannst du anfangen, diese Brücke zu reparieren und dann gibt es auch wieder neue Herausforderungen im nächsten Sektor. Neue Ressourcen, die ich dort finden kann, neue Gefahren, auf die ich stoße, die mir dann aber halt auch ermöglichen, sag ich mal, neue Ressourcen, die ich finde, neue Produktionsketten aufzubauen oder noch größere Siedlungen aufzubauen. Ja. Wie groß wird die Karte am Ende? Also gut, man kann es erahnen an der Minimap unten links wahrscheinlich, sodass sie komplett aufgedeckt ist. Ja genau, dass sie komplett aufgedeckt ist, ist, ich glaube, 4-mal so groß ungefähr wie in Endzone 1. Man muss dazu sagen, wir haben halt jetzt noch diesen Zwischenbereich, der ja nicht direkt bebaubar ist. Aber insgesamt ist sie immer noch deutlich größer als in Endzone 1, auch mit der rein bebaubaren Fläche. Und genau, das kann ich alles aufdecken und es gibt halt jetzt auch Gründe, warum ich jetzt expandieren sollte. Also in Endzone 1 war es ja oft so, ja, ich starte irgendwo, baue dann meine Siedlung auf und ich kann das Spiel durchspielen mit vielleicht 300 Siedlern. Hier ist es so, du musst expandieren. Es gibt Gründe, warum du mal vorstoßen solltest in andere Bereiche, die Karte zu erkunden und da halt auch neue Siedlungen zu errichten. Okay, warte mal, das Menü war gerade ganz spannend. Kannst du noch mal dazu zeigen? Und wer möchte von euch was dazu sagen, was man da sieht? Das ist die Berufseinteilung, die gab es auch in Endzone 1, wo ich dann halt einfach auf einen Blick alle Berufe einteilen kann. Genau. Also du weißt da mit den Siedlern einfach den Job zu, den sie machen sollen. Ist halt ein bisschen Micromanagement. Genau, ja, aber wobei das eigentlich relativ entspannt ist. Also gerade dieses Fenster soll das Micromanagement da so ein bisschen dem entgegenwirken. Dass man das halt nicht immer, man muss hier nicht das einzelne Haus anklicken, sondern man kann global einstellen, wie viele Leute ich insgesamt haben will für einen Beruf zum Beispiel. Ja. Okay, wenn es jetzt diese Katastrophen gibt, die wir kennen mit den Sandstürmen und so weiter, werden die alle Siedlungen, also alle Zonen betreffen? Wohin soll es gehen? Die sind immer sektorweit, also das heißt, die rollen dann über, ein Sandsturm rollt über die Karte über einen bestimmten Sektor und dann ist dieser ganze Sektor mit all seinen Zonen betroffen. Genau, das passiert aber auch nicht einfach so, sondern halt auch graduell, ja, genau. Ja, also dann könnte uns das möglicherweise helfen, wenn wir uns über eine größere Fläche verteilen und Waren austauschen können? Verstanden. Absolut, ja, dann geht es nämlich in den einen Zonen auf dem anderen Sektor vielleicht gerade besser und die können dann natürlich auch mit ihren Waren unterstützen, wenn auf einer anderen Zone gerade Dürre herrscht zum Beispiel. Auf einem anderen Sektor, ja. Gut, jetzt haben wir eben Holz und was das andere eingeladen auf das Fahrzeug und versuchen die Brücke zu reparieren. Ja. Genau, er hat jetzt ein bisschen was dabei, um den ersten Teil der Brücke quasi zu reparieren. Reicht wahrscheinlich für die erste Stufe, unterwegs. Dann sehen wir zumindest, dass sich ein bisschen was aufbaut. Das Loch hier genau, ist klein da läuft genug, jetzt hin. Um es überbrücken zu können. Das und genau, hat jetzt quasi den ersten Teil und den zweiten Teil damit repariert, genau. Ja. Und jetzt können wir da mit dem Auto drüber fahren. Ein Schritt wird noch fahren, fehlen, dann könnten wir mit dem Auto drüber fahren. Aber ich würde sagen, Jonas, find mal jetzt noch eine andere Zone. Motor läuft. Ja, in der Zwischenzeit, ich habe gehört, Jonas ist zuständig gewesen für den Sound des Spiels. Was hast du da gemacht oder was hast du dir dabei gedacht? Auf dem man eine Siedlung errichten könnte. Also was habe ich gemacht? Ich habe... Wohin soll's gehen? Ich habe den Soundtrack gemacht. Und da habe ich mir gedacht, wie bei 1 und 1 auch schon, auf geht's. Danke, Buddy. Dass ich versucht habe, mir zu überlegen, wie könnte denn die Musik der Leute in der Katastrophe, also in unserer Welt klingen. Hören wir den Soundtrack eigentlich gerade oder habe ich es zu leise? Nee, den hören wir gerade. Ich weiß nicht, also ich höre den. Okay, gut, dann ja, ist hier mit Kopfhörer und Gamescom und viel Hintergrundgeräusche manchmal ein bisschen schwierig. Genau. Wohin soll's gehen? Jetzt bin ich gerade angekommen, deswegen würde ich gerade switchen zu dem Thema eine andere Zone gefunden. Und zwar haben wir die Möglichkeit, jetzt nicht nur eine Zone zu besiedeln, sondern auch mehrere. Ich habe jetzt hier keine Siedler dabei, deswegen kann ich keine neue gründen. Das werde ich jetzt
mal tun. Ich werde mir ein paar Siedler holen und dann können wir eine zweite Zone besiedeln. Bin unterwegs. Was es damit auf sich hat, kann Matti mehr erzählen. Genau, ja, also können wir jetzt mal gucken. Gehen wir mal auf die andere Zone. Genau, also hier haben wir zum Beispiel, ich glaube, Sumpfland haben wir hier. Ja, das ist etwas, was die andere Zone nicht hat. Das heißt, auf der Zone hier können wir zum Beispiel keine Sumpffarm aufbauen. Ja, oder da haben wir auch noch andere Gebäude, die quasi exklusiv für dieses Sumpfland sind. Und dafür brauchen wir halt eine Zone, die das kann. Und das wäre jetzt die andere, die wir gefunden haben. Die kann das. Und das ist jetzt zum Beispiel, wäre dann der Vorteil, warum es jetzt Sinn macht, auch innerhalb eines Sektors mehrere Zonen zu haben. Genau. Okay. Ja, jetzt haben wir. Ja, jetzt können wir hin und her tauschen mit den Waren. Das ist. Oder bereitest du die nächste Expedition gerade vor? Ich würde mir jetzt ein paar Siedler nehmen und die neue Zone besiedeln. Okay, ja, das schauen wir uns noch an. Danach müssen wir dann noch zum Ende kommen. Haben schon ein gutes Stück geschafft. Wohin soll's gehen? Wir waren eben schon mal bei dem Siedlersystem. Ich habe gehört, es wäre komplett neu. Also muss sich ja doch noch ein bisschen mehr geändert haben, weil große Änderungen hatten wir bis jetzt noch nicht drüber gesprochen. Ja, das ist das, was ich meinte mit der besseren Nachvollziehbarkeit. Das heißt, wir simulieren Siedler immer noch visuell und sie werden immer noch dargestellt. Sie führen immer noch ihr Tagewerk durch und machen da ganz viel. Gleichzeitig ist es dann halt eben so, wenn ich sie einteile für ein Gebäude, dann arbeiten sie da halt auch direkt. So, genau. Ja, und vorher war das ein bisschen, da war das halt sehr, sehr komplex. Und das haben wir auf der Seite ein bisschen reduziert. Liefert uns allerdings jetzt halt auch die Freiräume, dass Leute halt auch ein bisschen, sag ich mal, mehr an den Gebäuden auch wirklich machen können. Also, dass man mehr sieht. Also, visuell passiert mehr als in Endzone 1 mit den Siedlern. Aber zum Beispiel die Wegfindung spielt nicht mehr so eine wichtige Rolle wie im ersten Teil. Ja. Gut, so jetzt haben wir unsere neue Siedlung errichtet und das erste, was wir machen, ist einen Steg bauen. Erinnert mich ein bisschen an in Anno. Als erstes, was wir machen, ist eine neue Fischerhütte bauen. Ist sie zum Fischen? Der Steg ist nur zum Wassersammeln. Okay. Ja, solange man das Wasser aus dem See trinken kann. Die Seen können ja auch austrocknen in der Dürre. Kann damit auch sonst noch was passieren? Diese Pflanzen können wir gut gebrauchen. Nee, nicht direkt. Also das ist quasi in der Dürre trocknen die aus. Und dann muss man sich halt eine Alternative überlegen. Entweder hat man genug Wasser eingesammelt, um eine Dürre zu überstehen. Oder man hat jetzt zum Beispiel einen Brunnen oder sowas, genau, die dann Wasser direkt aus dem Boden pumpen können. Gut. Ja, ich denke, wir sollten dann langsam zum Ende kommen. Gibt es noch ein paar Aspekte, die sich noch lohnen, jetzt noch am Ende schnell einen Blick drauf zu werfen? Oh, ich denke, wir haben eigentlich einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Ja, genau. Besonders spannend ist, denke ich, dann halt auch, wie Spieler das Zonen-Gameplay eben finden. Also wir sind da sehr offen. Uns ist quasi Open Development sehr wichtig. Das war das uns schon beim ersten Teil. In der Demo, die wir released haben, gab es sehr viel Feedback, weil wir auch versucht haben, einige Sachen direkt auch noch umzusetzen. Wie zum Beispiel, dass das Baumeister auch, also dass das quasi Leute wieder die Gebäude wirklich dann halt aufbauen, dahin laufen, die Gebäude aufbauen. Da haben wir direkt aufs Feedback gehört und es umgesetzt. Und das ist uns auch einfach wichtig, auch durch den ganzen Early Access hinweg, wie beim ersten Teil, dass die Leute sich melden, ihr Feedback geben. Wir gucken uns alles an, wir kriegen alles mit. Und versuchen dann auch unsere Produktionspläne daraufhin zu ändern. Ja, also das ist uns wirklich ein großes Anliegen. Ja. Gut, ja, dann an alle Spieler da draußen, gebt fleißig Feedback. Ihr könnt auch schon ein wenig Feedback in die Kommentare unter das Video schreiben. Und wenn ihr das Spiel dann selbst gespielt habt, auch an den üblichen anderen Stellen. Dann danke ich euch für das Zuschauen. Und die obligatorische, übliche letzte Frage ist, dürfen wir das gesamte Spielmaterial und das Interview, was wir gerade aufgezeichnet haben, bei uns veröffentlichen? Na klar. Vielen Dank.